Hallo ihr lieben Leute, ihr wisst bestimmt, dass ich fast jede Woche zum Gericht muss, nach Wadersdin. Die linken Zecken werden immer dreister. Und wenn ich schon meine Zeit vertrödeln muss, dass ich in die Stadt muss, da versuche ich irgendwas auch Nützliches zu machen oder irgendwas Sinnvolles. Dann bin ich auf dem Flohmarkt, weil es war ja am Donnerstag, als ich wieder vors Gericht musste. Und auf dem Flohmarkt gab nichts Besonderes, außer ein Stand mit Armeesachen. Und da hat der Verkäufer einen ganzen Stapel voll mit alten Militärkarten gehabt. Normalerweise kosten bei uns Wanderkarten so etwa um 8 Euro. Und diese Karten, egal welche, waren für 4 Euro das Stück. Also 30 Kuna. Aber man musste sich halt durchsuchen und schauen, was man sich dann draus nimmt, weil mich interessiert hauptsächlich das, was in meinem Umfeld von 30 Kilometern ist. Also das, was ich mit dem Fahrrad leicht erreichen kann in zum Beispiel 2 Stunden. Und deshalb kaufe ich mir auch Karten ein von dieser Gegend hier. Und es sind Karten noch von der Monarchie von Österreich-Ungarn. Es gibt Karten vom Königreich Jugoslawien. Es gibt Wehrmachtskarten zu kaufen, also als Originale. Und es gibt Karten von der Volksarmee, der kommunistischen hier nahe. Und da habe ich mal geschaut, was ich so finde. Ich habe nur 4 Stück gefunden, aber es ist eigentlich okay. Das lohnt sich, für 4 Karten mal das durchzustöbern. Und ich habe jetzt hier erstmal eine Karte aus Czakowice. Czakowice ist hier gegenüber von der Drau. Und da habe ich von Varaždin bis nach Dolna Dubrava mir eine Karte geholt, also von Osten nach West. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel, wie war der alte Flussverlauf der Drau, bevor die Stauseen gebaut wurden. Also Varaždinsko jezero und Dubravsko jezero sind die größten Stauseen hier in Kroatien. Und sieht man ganz genau, wie die Natur damals war. Auch was hier nützlich ist, auf der Karte habe ich hier, die Karte geht bis hoch nach Ungarn und im Norden und im Süden bis nach Krzyżewce. Dann habe ich hier das ganze Gebirge auf der Hand und ich habe jetzt hier auch Gebirge, von denen es normalerweise keine Wanderkarten mehr gibt. Oder von denen es überhaupt keine gibt, weil sie uninteressant sind. Zum Beispiel zwischen Rasinja und Koprivnica, Deutsch-Koprenitz. Und was auch super ist bei den ganzen alten Karten, ist auch die Tatsache, dass ich hier vieles finde, was es jetzt nicht mehr gibt. Oder ich habe auch Namen, die eine bestimmte Bedeutung haben. Wo man vielleicht zum Beispiel für Sondengänge. Ich habe hier einen Ort, das heißt Bednesnica, ist eigentlich ein Acker. Aber die Drau, der Fluss, der hat immer seine Bahn geändert. Und dort war wahrscheinlich früher der Fluss. Und die Römer haben dort ihr Geld gestanzt. Jetzt ist es ein Acker und die Bauern haben früher, damals, wo die mit Hand gepflügt haben, haben die dort Geldstücke gefunden und daher der Name. Also jetzt für Sondengänger wäre es super, weil man hätte früher nur das gefunden, was auf der Oberfläche war. Man konnte nichts Tieferes finden. Was auch hier lustig ist, ist oben auf dem Berg Rasbojnište. Das heißt, hier waren wohl die Strauchdiebe und hier waren die Räuber. Also es ist ein Ort, wo Leute ausgeraubt werden auf dem Berg. Das ist eine Karte, also die Grundkarte dafür ist aus 1930, also Königreich Jugoslawien. Und die wurde verbessert 1955 und 1958 und zwar hauptsächlich mit Häusern. Weil man sieht hier jedes einzelne Haus und der Maßstab ist 1 zu 100.000. Aber ich habe jetzt auch Karten gefunden, die sind viel genauer. Dann habe ich hier zum Beispiel eine Karte, die ist also auch Czakowice. Aber Maßstab 1 zu 50.000.
Und hier sieht man alles viel genauer. Und da habe ich auch hier zum Beispiel auch einen Ort, wo eine Kneipe eingezeichnet ist. Die Kneipe hieß Roter Stein. Und dort waren früher immer Volksfeste, als es den Stausee noch nicht gab. Und die Furten sind hier auch. Und eingezeichnet sind auch die Wassermühlen. Die Wassermühlen auf dem Fluss. Also ich habe hier auf einer Stelle 5 Stück hintereinander. Das ist auch eine Karte 1930. Also verbessert 1955. Also 1955 gab es noch Wassermühlen hier auf der Drau. Und zwar sage und schreibe 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ich habe hier etwa 25 Wassermühlen auf dem Fluss in einer Länge von etwa 20 Kilometern. Also über eine Mühle je Kilometer im Durchschnitt gab es hier vor etwa 70 Jahren. Und was auch hier auch super ist, man kann dann auch irgendwie gute Filme über Heimatforschung machen, wenn man sich hier die alten Karten anschaut und mal vergleicht, zum Beispiel mit Google Earth. Und da kann man auch alte Gemäuer finden und auch Sachen, die so fast gar nicht mehr sichtbar sind. Okay, das ist jetzt die zweite Karte. Dann habe ich jetzt die dritte. Die dritte Karte ist Ptuj. Ptuj ist Slowenien. War früher auch kommunistische Jugoslawien oder auch Königreich Jugoslawien. Auch 1930. Und das ist jetzt eine Karte von Varaždin bis nach Ormož. Ormož ist Slowenien. Und was hier auch toll ist, ich habe hier die alte Drau, also einen alten Flussverlauf, ohne die Stauseen. Ohne auch den Stausee bei Ormož in Slowenien, weil der wurde zuerst gebaut. Dann kamen erst die anderen beiden, bei Varaždin und hier bei mir. Und da sehe ich jetzt auch genau, wo sind die alten Häuser. Ich meine, wo waren alles Häuser früher. Und manche Orte gibt es ja auch nicht mehr. Da kann man dann nachher irgendwie nachforschen, nachgucken. Jetzt, wenn da kein Dorf mehr ist, wo sind die alten Gemäuer. Ja, hier auch, super. Barutana. Ich habe hier auf dem Feld 3 Häuser und das ist eine Pulverkammer. Also Schwarzpulver oder Sprengstoff wurde außerhalb der Stadt aufbewahrt, wenn es zufällig mal hochgeht, damit dann die Leute nicht verunglücken. Ich habe hier 3 Häuser. Das ist Barutana, also da war Sprengstoff, wurde früher gelagert. Auch 1930. Bis 1959, also wurde es überarbeitet. Ich finde, 4 Euro ist nicht viel für so eine Karte. Was auch sehr interessant mir erschien am Donnerstag, war diese Karte. Das ist jetzt Nordkroatien. Aber ich habe hier verschiedene Eintragungen in Rot und in Blau. Aber ohne Beschriftung, ohne Datumsanzeigen, ohne gar nichts. Unten steht nur Zagreb. Und ich dachte zuerst, das ist eine Karte, eine Schulungskarte der Volksarmee über den Verlauf, also das Ende des Zweiten Weltkriegs, und es werden dann die Rückzugsbewegungen der kroatischen Armee zusammen mit der Wehrmacht und die Angriffe und die Umkesselung der Partisanen. Das sieht jetzt genau immer noch genauso aus, aber ich habe hier überhaupt keine Datumsanzeigen. Und hier habe ich unten bei Rijeka, also beim Meer,
etwas in Grün. Das dachte ich, das ist vielleicht die italienische Armee. Irgendwelche Einkesselungen. Aber wenn man so genauer hinschaut, habe ich auch hier schwarze Punkte und Vierecke mit chemischen Zeichen. Und auf der Karte war ich auch nicht schlau. Ich habe hier PB ist Plumbum, Plumbum ist Blei, lateinisch. Dann habe ich hier Cu, Kupfer, Fe, Eisen. Sind das jetzt ehemalige Bergwerke? Oder was ist das überhaupt? Mal schauen, ob hier bei mir bei der. Also ich habe hier BB Zinn. Ich habe hier bei Zagreb, dort weiß ich, dass Silber abgebaut wurde. Okay, Silber kommt zusammen vor mit Blei, also Plumbum. Okay. Könnte so hinhauen. Eisen. Mal hier bei mir mal schauen. Also bei mir hier ist gar nichts. Ist ja, keine Bergwerke, also ich. Keine Ahnung, was es sein sollte. Auf jeden Fall fehlt da anscheinend ein Begleitbuch. Ein Begleitbuch, wo wohl die Karte drin war, um dann leichter besser zu gucken, zu sehen, was das ist. Aber wäre dann ein Begleitbuch dabei gewesen, dann müssten hier auch irgendwie Nummern stehen, damit man weiß, um was handelt es sich da. Oder aber es fehlt noch eine Folie, die rüberkommt, mit einer Beschriftung. Um dann besser zu wissen, was sich da handelt. Also das alles, was man hier so sieht, ist eher wie eine Militärkarte, wie von so richtig Umkesselungen und Frontverläufe. Naja, auf jeden Fall, es war nicht langweilig. Für 4 Euro lohnt es sich mal so eine Karte zu nehmen, nicht mal drum rumzugrübeln. Und sich das irgendwie zu bunkern, man weiß ja nie, wenn sowas kommen sollte, weiß man wenigstens, wo irgendwas liegt. Man hat ja dann ja kein Google Earth mehr, kein Internet. Und solche Karten werden sicher wertvoll sein. Also mehr als die 4 Euro. Und auch zum Beispiel, man wird ja nach einer Postapokalypse zum Beispiel wissen müssen, wo bekomme ich jetzt zum Beispiel Salz her. Es gibt Salzbergwerke in Ungarn, aber wir haben eine Sprachbarriere, wir verstehen die Ungarn nicht. Da wäre es doch viel einfacher, man würde zum Beispiel Salz, mehr Salz von der Adria holen. Auf jeden Fall hat man dann so Karten, wo man dann sieht, wo sind die Wege, wo muss ich entlanglaufen, wie heißen die jeweiligen Dörfer, wo ich entlanglaufen muss. Um dann später mal vielleicht irgendwie neue Karawanenwege zu erstellen, zu erschaffen. Auf jeden Fall ist es nicht sinnlos, sich solche Karten zu besorgen. Also ich hoffe, sowas gibt es auch bei euch in Österreich, in Deutschland, wo auch immer, wo ihr dann ziemlich günstig solche Karten erwerben könnt. Und das sollte man jetzt noch tun, bevor die neuen Lockdowns kommen, wo man nicht mehr aus dem Haus da kann und so. Wo wir noch irgendwie handeln können, wo wir uns noch Ware besorgen können, die sicher eines Tages mehr wert sein wird als jetzt zum Beispiel. Nun ja, ich glaube, es wäre nur fürs Erste alles von mir. Ich versuche noch irgendwas für die anderen Kanäle zu filmen heute. Mal schauen, ob ich die Leute zusammenbekomme, weil ich muss ja auch meinen Filmer überreden, was zu filmen. Weil er dann alles viel besser macht als ich jetzt zum Beispiel hier zu Hause. Und wir müssen auch morgen schauen, was wir morgen Interessantes in den Wäldern finden, weil wir morgen auch noch eine Expedition starten. Wir wollen Wasserfälle finden und thermale Quellen hier im Wald. Nun ja, ihr seht, mir ist wirklich nicht langweilig. Ich habe viel zu tun und schaffe deshalb auch nicht so oft Filme zu drehen. Aber wenn ich es schaffe, dann mache ich es dann halt, um euch irgendwie Ratschläge zu geben oder irgendwie, damit ihr seht, was ihr auch machen könnt. Um die Zeit sinnvoll zu nutzen.